Okay, gut. Ist einfach so. Also das ist nicht zu toppen. Schön perforiert hier. Gucken wir mal nach dem Eingang. Was da so finden, sonst müssen wir uns irgendwo reinbohren. Ah, da geht's rein. Beziehungsweise ist da was, aber ich glaube, das ist nur Eisen, ne? Wobei, nee, es sieht anders aus. Ja, wir gucken mal, es ist meistens ja doch nur Eisen. Eisen und Nickel habe ich hier. Okay, Eisen, Nickel. Das ist schon mal okay. Müssen wir nur noch markieren. Eisen, Nickel. Ja, wir bräuchten irgendwie so einen Scanner, so einen tragbaren. Das wäre irgendwie ganz cool, ne? Wenn man sowas hätte. Gut, jetzt gibt es eine Mod, wo man das installieren kann, aber ich bin zwar nicht abgeneigt gegenüber Mods, aber ich bin noch nicht so, dass ich sagen muss, okay, ich will jetzt irgendwelche Werkzeuge oder sowas dann haben. Ich sag mal so, für die Triebwerke, irgendwelche Blöcke zum Bauen, das finde ich in Ordnung, aber so Werkzeuge für den Charakter, die dann ermöglichen, dass du halt noch viel, viel besser abbaust, also mehr Sachen rausbekommst, beziehungsweise noch schneller halt abbaust, das finde ich irgendwie, weiß nicht, finde ich nicht so gut. Da bin ich nicht so der Freund von. So, hinten muss garantiert irgendwas drin sein. Was haben wir denn hier drin? Wir bohren uns mal so ein bisschen durch. Durch den Felsen. Geht da halbwegs schnell. So, Nickel. Wir machen mal Licht an. Okay. Also Nickel haben wir da. Hinten, es kann doch nicht sein, dass es hier keine Öffnung gibt von dem. Es gibt doch immer irgendwo eine Möglichkeit, dass man da rein kann. Na gut, gehen wir halt hier so quer durch. Dann machen wir das mal. Gucken, was wir finden. Eisen sagt er mir jetzt nur. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass hier nur Eisen noch mit drin ist. Der ist riesig. Komisch ist das schon. Oder? Schon so ein bisschen, ja. Komm schon, irgendwas muss doch hier sein. Sie haben mich jetzt da einmal durchgebohrt und jetzt da. Vielleicht sollten wir wirklich einmal quer durch den Felsen durchbohren. Versuchen wir das mal. Hier so müsste es ja passen. Ungefähr. Machen wir es mal vorsichtig, weil eben hat er ein bisschen rumgesponnen. Ist es jetzt aber uns irgendwie ablenken will von irgendwas. Als ob immer weggedrückt wird gerade. An der Stelle ein bisschen seltsam manchmal. Vorhin da hinten in dem großen Bereich soll halt gar nichts drin sein. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Unrealistisch irgendwie. Aber echt nur Eisen. Eisen und Nickel. Hier ist dann das Eisen. Ich bohre mich einfach mal durchs Eisen durch. Dieser bisschen Verlust macht es, glaube ich, nicht. Was für ein Eisen, ey. Kobalt. Und Eis und Nickel. Ich wollte gerade sagen, also es ist relativ groß der Durchmesser. Wir sehen, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind. Wahnsinn. Übel, kommen wir hier immer noch wieder raus? Wie viel ist denn hier bitte? Das ist echt heftig. Aber leider kein Magnesium. Okay, da hinten ist Eis.
krass, echt richtig, richtig krass. Gut, setzen wir hier einen GPS-Punkt. So, neue Position von hier. So, dann Eisen, Eis, Nickel. So, krass, echt heftig. Aber, was wir schon gesagt haben, eben leider, leider, leider bringt es uns nichts. Das ist ätzend. Ich wollte sagen, da müsste irgendwo unser Schiff sein. Kacke, ey. Ja gut, hier hinten kann jetzt immer noch was drin sein. Hier ist das Eis. Ja, wir sehen es. Also, ist auf jeden Fall noch nicht alles sicher. Das ist Kobalt. Ah, fast unter der Oberfläche. Ach, hier. Das ist es sogar. Hier hinfliegen, sieht er noch was anderes? Nee. Aber schon heftig. So, trotzdem will ich jetzt eigentlich erstmal mein Raumschiff abholen. Genau. Mister. Aber naja, was soll's. Mann, kann ich alles haben. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo da oben oder so, ne? Ah, ne, da hinten. Aber der hier ist in der Nähe. Das heißt, dann düsen wir nochmal zu dem hier hin. Ja, warum nicht, ne? Wenn wir schon ganz kurz dabei sind, machen wir halt auf die gute alte Art und Weise das Außen da hinten. Das ist ja dann doch gar nicht so weit weg. Wobei, ich werde das wirklich mit dem Orkminer machen, weil es dauert dann auch zu lange, das abzubauen, ne? Es ist ja dann wie früher dieses Bau ab, nehmen wieder auf. Wir erinnern uns ja noch diese Odyssey, die wir hatten, von wegen dieses Raumschiff trieb durch die Gegend, hatte keinen Hydrogentreibstoff mehr. Wir mussten dann notgedrungen schnell auf den einen Planeten, also einen Asteroiden drauf, was abbauen, dann wieder alles aufsammeln, dann dahin, und das war ja echt mega ätzend gewesen. Und wie viel habe ich jetzt eigentlich noch? Nicht, dass mir das wieder passiert. Die Hälfte haben wir noch, okay. Wir haben ein bisschen, also über 50% haben wir noch, weil ansonsten wäre nicht mehr zwei Leuchten an, okay. Das beruhigt mich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Ding weg ist. So ein Entfernungsmesser wäre manchmal ganz geil, finde ich. So per Laser, dass man so... Ah, okay. Eine Quadrillion Kilometer. Yay! Irgendwie so. Naja, naja. Toll. Super, schön gemacht. Was soll's. Wenn wir so unterwegs sind, ist es ja zum Glück so, dass bei uns und dem Schiff ist ja aktuell der Trägheitsdämpfer deaktiviert. Was heißt, wenn wir aussteigen, haben wir dieselbe Geschwindigkeit wie das Raumschiff. Ist ja klar, unser Körper wird ja auch, wenn wir da drinnen sitzen, auch beschleunigt. Und dann kann ja zum Glück nichts passieren. Dieses Prinzip ist auch sehr wichtig für die ganzen Astronauten, die außerhalb der ISS zum Beispiel Wartungsarbeiten und Ausbauten machen. Jupp. Ohne dies wäre das ganz schön kacke. So, was ist denn das da rechts? Das ist irgendwie so ein ganz kleiner Fitzel. Wir drehen mal. Dann bremst er noch besser, weil da haben wir halt noch mehr Triebwerke. Und wenn er jetzt fertig ist... Wunderbar. Das ist es. Genau, das ist dieses kleine Fitzelding, was wir eben gesehen haben. Ja, wir sehen das wirklich ganz in der Nähe. Werden wir das natürlich auch erkunden. Das ist wirklich ganz klein, ne? Ja gut, vielleicht haben wir dann Glück. Da haben wir nicht so das Problem, dass wir halt jetzt vielleicht nicht eventuell, ist auch geil gesagt, ne, rausfinden, was da drauf ist. Macht sich jetzt hier ein bisschen... Da sehe ich schon irgendwas tiefschwarzes, es könnte Uran sein. Ah, sieht mir auch stark nach Uran aus. Das soll Eisen sein? Ich würde sagen, das ist Uran, das ist Eisen, das ist klar. Eisen,
Uran und Eisen. Ah, nicht schlecht, ne? Dann markieren wir das gleich mal. Weil gerade Uran ist echt wichtig und haben wir auch nicht so viel. Und wir werden auch demnächst was brauchen. Gerade falls sich herausstellen sollte, wir können doch nicht mit Solarenergie das ganze Ding betreiben. Dann wird das wichtig. Könnte die alle deaktivieren, aber wenn ich die deaktiviere, ja gut, dann kann man sonst sagen, okay, wir gehen jetzt halt hier rein, also wie zum Beispiel bei dem Killerbot, ne, da kann ich jetzt einfach mal sagen, okay, was ja doof ist, ich muss das bei jedem Einzelnen machen, diese ganzen Spots für den Killerbot, die deaktiviere ich jetzt mal. Und dann, wenn ich irgendwas brauche, gehe ich gezielt hier rein und suche danach, weil mich nervt das momentan tierisch an, dass wir da halt so viel haben. Zum Beispiel hier diese Escape-Route, hier die Fluchtroute auch. Sehr schön. Ja, und dann hier Piratenstation Ox-Satellit Punkt 1. Das können wir löschen. Body Location löschen. Irgendwo ist mit hier von wegen einer Construction, kann gelöscht werden. Das war der vorige Punkt, wo das Piratenstation-Sprungpunkt, der kann auch ausgeblendet werden. Das brauchen wir nicht. Den Rest lasse ich jetzt einfach mal drin erstmal. Aber zumindest wissen wir jetzt, okay, wir können damit das alles ausstellen. Sehr schön. Wir sehen jetzt gut, okay, es hat immer noch sehr viel, ne, 28 Signale da unten auf der Erde. Müsste da nicht eigentlich auch die Station sein? 7 Signale. Das ist. Nee. Wo ist denn jetzt die Station? Bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Ach, da hinten. Naja, so, nichtsdestotrotz suche ich jetzt erstmal, wo mein Raumschiff ist. Orientierungslosigkeit. Ach, das ist. Ist das? Ja, doch, ich glaube, das ist es, ne? So sieht der also aus, okay. Interessant. Ja, bloß machen wir das halt so, es ist echt sonst zu unübersichtlich und ich drehe langsam durch, wenn ich das jedes Mal sehe. Und ringsrum ist jetzt wie hier auch alles voll und dann bist du da am Basteln und eigentlich sieht es hübsch aus und dann kriegst du einen halben Brechreiz, weil irgendwie diese Teile da drin rumfuhrwerken im Display und das ist ein bisschen ätzend. Ich hoffe natürlich so ein bisschen drauf, dass beim nächsten Update, was ist das jetzt hier? Ist das vielleicht Magnesium? Nee. Das ist Silber. Okay, Silber ist gut. Silber ist immer gut. Sogar recht viel. Das finde ich sehr schön. Was haben wir hier? Das ist Eis. Dann Eisen. Ja, wie untypisch. Irgendwas anderes? Sieht nicht danach aus, ne? Ja, wir gucken trotzdem mal kurz rum. Weil es ja doch recht groß, das ganze Ding. Nee, ihr findet auch nichts weiter. Ich glaube, hier gibt es nur, in Anführungszeichen nur, Silber. Aber hier ist auch nochmal welches. Silber, Eisen und Eis. Ist ja krass, wir finden jetzt jede Menge tolle Sachen, aber nicht das, was wir brauchen. Arg, das ist ätzend, das ist jedes Mal so. Wenn wir jetzt
Platin suchen oder Silber suchen würden, können wir uns sicher sein, dann würden wir jetzt garantiert keinen Silber finden. So, ich guck mal kurz so hier rum. Ob ich vielleicht irgendwas entdecke, aber ich glaube ja nicht daran. Sieht auch nicht danach aus, ehrlich gesagt, ne? Da haben wir Eis. Ja, doch, ist Eis. Sehr typisch. Ja, dieses Glänzende dabei. Schade. Na gut, aber nichtsdestotrotz werden wir uns das Ding markieren. Dann setze ich hier so einen Punkt. Das passt sich ganz gut. Da haben wir dann auch direkt das Silbervorkommen. Denn Silber ist auch sehr wichtig. So. Aber das ist letztendlich, finde ich, immer noch die beste Möglichkeit, sich das zu merken. Weil ansonsten, wie willst du das machen? Rumfliegen und dann so überlegen, ja, im Sternbild des großen Gürteltiers da hinten, da am Ende, da habe ich dann mal irgendwann vor Äonen, glaube ich, Eisen gefunden. Es könnte aber auch die andere Richtung der Galaxie sein. Wie weit das entfernt ist, keine Ahnung. Macht keiner. Also würde ich zumindest nicht so machen. Ah ja, Silber, ja, in dem Weg nehmen wir Silber. So. Dup, 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 dup. Macht mich jetzt aber trotzdem nicht glücklich. Aber was soll's? Ich hatte es ja schon gesagt, wir werden jetzt dann halt einfach zurückfliegen. Wir haben halt mal so einen kleinen Ausflug gemacht hier mit unserem Schiffchen. Auch ganz nett. Ein bisschen Uran haben wir ja abgestaubt. Und dann. Was ist denn? Ich werde mal einfach, dass sie wieder an mich nehmen. Achso. Na gut. Muss ich das Uran halt gleich so wieder an mich nehmen. Was hatte ich gesagt? Wo war's? Hier hinten, ne? Nee, da unten ist es. Das ist es. Ah, sehr schön. So, mal schnell hingucken. Man kann es schon leicht erkennen, ne? Also es ist schon so, dass man jetzt ungefähr. Also man sieht da. Ups, man sieht da was. Aufblinzeln, also irgendein Objekt muss da sein und das auf die Entfernung von 10 Kilometern bedeutet, es ist nicht gerade klein. Ist es ja auch nicht. Wir haben uns ja auch echt Mühe gegeben und wenn letztendlich die Station mit dem Hangar fertig ist, war es das ja. Also noch größer wird es nicht. Man könnte jetzt höchstens gucken, dass man vielleicht irgendwo anders nochmal eine Station macht. Wobei ich es halt sehr schade finde, dass es sowas wie Rotation hier nicht gibt, also dass die wirklich die Planeten sich um die eigene Achse drehen und halt auch das ganze Sternensystem sich bewegt. Wir haben ja auch nur einen Planeten, beziehungsweise, na gut, wir haben Mars und den Alien-Planeten, weil das wäre mega geil, weil dann musst du wirklich halt dann timen, okay, das Sonnensystem rotiert gerade so, jetzt wären wir mega weit weg, also praktisch, wenn hier in der Mitte die Sonne ist, das Mikro ist die Sonne, dann hast du hier so einen Planeten, der kurvt halt hier so in der Nähe drumherum, das ist so unsere Erde praktisch, ne? Unser Startplanet, wie der jetzt hier. Und dann hast du einen Planeten, der ist weiter weg. Und beide drehen sich halt. Der eine dreht sich schneller, der andere langsamer. Und dann musst du immer gucken, okay, wenn er jetzt so gerade ist, sind sie ganz weit voneinander weg. Dann sollte man natürlich hier nicht starten. Aber wenn es so weitergeht, und halt der dreht sich langsam, der holt dann wieder auf, gibt es ja irgendwann einen Zeitpunkt, okay, da lohnt sich das. Umgekehrt, wenn man wieder zurück will, muss man natürlich auch entsprechend warten. Aber das würde Laune machen. Das wäre. Fände ich noch eine Ecke genialer, aber nach wie vor, Entwickler sagen einfach nicht, auch auf Anfragen. Ich habe jetzt schon an den offiziellen Twitter-Account mal wieder eine Mail geschickt, da kommt aber nie was zurück. Jetzt habe ich schon auf ein Video einen Kommentar, einen etwas längeren geschickt, wo ich halt mal so anrege, hey, das, das und das wäre alles ganz cool, wie sieht es denn aus, was ist denn geplant, könnt ihr davon irgendwas sagen, das habt ihr vor oder wie sieht die aktuelle Roadmap aus, also Roadmap nennt man das ja von wegen, wenn man sagt, okay, das sind die nächsten, die Ziele der Entwicklung erstmal, hatte man für 2016, für 2017 gibt es das ja nicht mehr, aber es kommt nichts, es kommt wirklich gar nichts und das finde ich mega, mega nervig. Wenn du irgendwas hast, dann siehst du ja auch immer diesen Sockli, der sich ja um alles kümmert, der aber eigentlich mehr oder weniger, wenn man es immer sieht, mit seinen Livestreams von irgendwelchen Sci-Fi-Spielen außer Space Engineers beschäftigt ist. Er macht auch Space Engineers Livestreams, aber er spielt auch Alien und alles Mögliche eigentlich. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Und etwas
enttäuschend, denn ich muss mal kurz so fliegen, dass ich sehe, wo ich hier hinfliege. Denn letztendlich würde ich halt ja auch gerne sehen, was kommt noch. Ne, worauf darf man sich da noch freuen? So, na, die wieder anmachen. Wir sind recht schnell. Aber wir haben noch über einen Kilometer Zeit, von daher passt sich das. Weil es sieht halt so gleich viel besser aus, ne, wenn du durch die Gegend fliegst. Das ist ja auch nicht so, wenn ich irgendwo durch die Gegend latsche, habe ich auf einmal überall Navigationspunkte, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist mein Zuhause, wo ist dies, wo ist das. Wäre ein bisschen strange. Ja, ein bisschen arg strange. So, umdrehen. Schnell. Okay, schön, wie wir hier driften. Aber anscheinend haben wir es geschafft. Gut. So. Dann kurz mal hier hin. Eigentlich wiegen wir ja nicht viel. Na gut, 50.000. Wenig ist es jetzt auch nicht. Was ist das? Achso, das ist unser Tank hier. Unser kleiner Panzer. So. Docken wir da hinten mal wieder an, würde ich sagen. Klar, wenn wir hier schon wieder sind. Docken wir ganz hinten an. Eigentlich können wir das mal machen. Ich hoffe, wir passen da hin. Eigentlich soll... Uff, jetzt sage ich das so frei. Fromm, frei und fröhlich. Und dabei weiß sie das gar nicht. Ob das passt. Ich hoffe es. So. Gucken. Ich glaube, ich muss die... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 7 wäre es jetzt gewesen. Ach ja, ich weiß warum. Das Ding ist noch nicht in unserem Besitz hier. Ich glaube... Das gehört uns. Okay. Alles zu ich. Ist ja komisch. Der vielleicht noch nicht? Ist auch seltsam. Ist auch auf aktiv. Das ist dann manchmal so ein bisschen eigentümlich, was ich nicht verstehe, warum das nicht funktioniert. Wir können jetzt höchstens nochmal gucken, was steht hier. Entriegeln, verriegeln. Okay. Wäre ja eigentlich richtig. Sei natürlich, es passt nicht ganz. Ah, jetzt, das ist der. Lag's denn jetzt nur daran? So, Triebwerke aus und raus. Sehr schön. Und, naja, wir sehen's. Über 25% haben wir noch, aber wir haben das ganz gut verbraten in der Zeit, ne? Ist aber auch kein Wunder. Wenn man da so wie wir jetzt am Rumgurken ist die ganze Zeit, ja, dann kann das halt schon mal passieren. Wir bringen jetzt mal das Uran weg. Letztendlich können wir das hier auch ganz gut gebrauchen für die Station. Die braucht ja auch nicht gerade wenig. Wir haben zwar da hinten die Solarpanels, aber letztendlich bringen die auch nicht so extremst viel an Energie. Und wir haben auch, ich glaube, so gut wie gar keine Batterien, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da drin ist, ich glaube, 3 oder 4 haben wir höchstens. Und wenn wir jetzt überlegen, dass die Triebwerke aktiv sind und die Geräte hier unten für die Sauerstoffversorgung. Und dann auch sowas wie die ganzen Sensoren, das Licht da unten zum Bleistift und natürlich die Montage und die Raffinerieanlagen. Das kostet alles auch allein schon die ganzen Verbinder. Die Antenne und die Geschütze, die wir haben, das verbraucht schon unheimlich viel Strom. Also von daher bin ich da echt ganz gut beeindruckt, dass das bisher mit so wenig Solarpanels funktioniert. Das könnten wir auch nochmal ausbauen, rein theoretisch, aber müssen wir mal gucken, jetzt aktuell erstmal nicht. So, dann würde ich sagen, nächstes Ziel, mit dem Orkmaner losziehen und Magnesium holen, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.